Herzlich willkommen zum Video Nummer 015 vom WIFA-Institut Aidenbach für das Jahr 2021. Es ist die Schnittstelle, bevor wir im nächsten Video wieder zu den Formeln und Termen für den großen Satz von Fermat kommen. Pythagoras ist unendlich. Der Satz des Pythagoras und der große Satz von Fermat sind verbunden in direkter Weise. Fermat hat die Formel von Pythagoras umgebaut. Aus a hoch 2 plus b hoch 2 gleich c hoch 2 wurde c Quadrat minus b Quadrat gleich a Quadrat und für unendlich c hoch n minus b hoch n gleich a hoch n. Die zwei wichtigen Sätze für den großen Satz von Fermat lauten: Alle ganzzahligen pythagoreischen Trippel, die in der zweiten Potenz wahr und richtig sind, müssen in allen höheren Dimensionen ganzzahlig falsch sein. Warum ist das so? Weil die Werte von a Quadrat plus b Quadrat als Summe nicht mehr den Wert von c Quadrat oder c hoch n in Richtung unendlich erreichen können. Mach dir selber Gedanken. Schreib dir Notizen an den Rand, oben oder unten. Es ist Sinn und Zweck und Ziel, dass du es selber magst und ich dir im Sinne von Fermats Denkweise nur den Weg aufzeige. Also, wie in den vergangenen Videos schon oft hingewiesen, finde deinen Weg. Heute darf ich dich noch auf einen anderen Satz aufmerksam machen. Das ist der sogenannte Satz des Heron, mit dem man Pythagoras auf einer anderen Weise begegnen kann. Hier geht es vor allem um die Fläche für ein rechtwinkliges Dreieck oder für Dreiecke, wenn man nur die ganzzahligen Werte der Seitenlängen hat, also eine Formel ohne Höhe. Schaut euch dazu vielleicht das YouTube-Video vom Lehrer Schmidt an, Schmidt mit DT. Der erklärt das in seinen Videos einfach phänomenal und so, wie es im Stil des Schulunterrichts passiert, kann ich nur empfehlen. Für heute vielen Dank. Abschließend wieder unsere 4 oder 5 Links, bei denen du weiterführende Informationen bekommst. Liken, teilen, weitersagen wäre nett. Mit anderen teilen, mit anderen diskutieren. Über WhatsApp, Instagram, Telegram und was da sonst noch alles in den nächsten Monaten emporkommt. Wie schon einmal erwähnt in diesem Video, mach einfach was daraus. Für heute vielen Dank. Beim nächsten Video geht es weiter mit den Termen und Formeln für den großen Satz von Fermat. Für die Potenz 2 sind wir immer noch auf der Suche nach unendlichen Gesetzmäßigkeiten. Beim nächsten Mal für die Bedingung c minus b sei 6. Und c minus b sei 7
Und dann kommt ein sehr spannender Bereich, nämlich der Bereich der Primzahlen, die für alle, insbesondere aber für jene, die Mathe machen, interessant sein dürfte. Vielen Dank für heute. Tschüss und Servus.